Bitte ein Munitionslager. Oh. Eine Kiste und die ist heil geblieben. Das ist sehr komisch. Öffnen. Oh. Eine Rakete. Das sieht aus wie ein Targeting-System. Also es ist keine Rakete, es ist einfach nur ein Laserpointer und ein Job für irgendeinen Fighter in der Nähe. Schießt da mit der Rakete hin, wenn du das jetzt mal vorbeifliegst. Aber Napalm und Napalmwerfer klingt sehr gut. Kommt mal alles zum Chef. So, raus. Also das war wohl so ein Mini-Secret, wobei es recht offensichtlich ist, ne? Also wo die Sauerstoffflasche, die da blinkend rumsteht, obwohl ich die Kiste ja auch fast übersehen habe, als auch unten die Steine und so weiter. Also jeder aufmerksame Spieler wird es mitgenommen haben. Haben wir jetzt alles eingesackt? Also sieht schon mal besser aus, was Bandagen und dergleichen angeht. Es sieht auch besser aus, was Munition angeht, weil wir halt recht verschiedene Waffen haben. Und da unten ist eine Kiste, da kommen wir aber nicht hin. Nee. Okay. Ich guck mal kurz nach oben. Ist das hier die Stadtmitte? Nee, ich denke nicht. Hier ist der Hafen. Stadtmitte wird da hinter der Tür sein. Da müssen irgendwo zwei von diesen Matrix-Disks sein. Quest? Da. Mit sehr hoher Speicherkapazität. Das sieht aus wie eine sehr alte Festplatte. Nicht mal, es ist keine Festplatte. Festplatten würden anders aus. Na egal. Geh da rein. Töte Dinge. Sammel Loot. Cola-Dose. Okay. Okay. ja, kann man machen. Das ist ein sehr abgefahrenes Spiel. Und ich habe Dark Souls gespielt. Ich verstehe das einfach nicht. Etwas Vergleichbares ist mir während meiner Studien noch nie begegnet. Jugend forscht, ja? Kleiner Tipp. Weniger schwadronieren, mehr schießen. Daka, daka. Ganz recht. Die Forschung kommt zum Zug, sobald wir die Dinger für den Sektionstisch vorbereitet haben. Okay, töten. Smoke Rider. Du kannst sehr schnell dich bewegen und du hast sehr viele Waffen. Also wir werden Schaden fressen. Frage ist nur, wann und wie viel. Wenn wir da ein Schießen, kriegen wir ihn... Ja doch, wir kriegen seine Zehenspitze mit dem Flammenwerfer. Wenn ich mich jetzt nicht vergucke. Jo. Feuerschutz. Okay, das haben wir schon mal gelernt. Er ist immun gegen Feuer. Für den nächsten Neustart, den ich jetzt irgendwie schon bald kommen sehe. Oder für euch. So, du, was hast du? Du nimmst mal das Gewehr für mehr Schaden, gehst dahin, hältst ein bisschen Abstand zu Ovich, weil Ovich bestimmt gleich vollgedackert wird. Und schießt dem dann die Seite. 15 Schaden, gut, mittlere Panzerung. Du läufst jetzt schreiend auf den Typen zu und wirfst mit Wurfmessern. Nein, du kommst nämlich gar nicht an. Du gehst einfach dahin. Und du... Ich würde gerne das Napalm ausprobieren, aber das bringt nichts gegen Feuerschutztypis, hm? Ja, dann probieren wir nochmal Rakete aus. Nee, das macht richtig Flächenschaden. Das sollten wir uns auch bewahren für irgendwie ganz viele Viecher. Uzi. Oh, Uzi ist auch für viele Viecher. Pfeilpistole? Wir haben noch 4 Schuss. Oh. Hat eine sehr begrenzte Reichweite. Das ist ärgerlich. Okay, dann Gewehr. Wir haben hier ein bisschen Munition gefunden. Da liegt eine Kiste. Kann ich die im Kampf öffnen und kriegt dadurch vielleicht einen Bonus, den man... Also die Kiste ist vielleicht nur in dem Kampfgebiet aktiv und nicht in der Spielwelt selber. Das wäre schön, das kenne ich auch aus anderen Spielen. Du... Okay. So, was genau machst du? Oh, du triffst doch beide.
Raketenwerfer, ja, warum nicht? Okay, du gehst dahin. Schießt auf den. 18. Du gehst Richtung Kiste. Obwohl, warte mal, du gehst jetzt mal dahin, bewirfst den mit einem kleinen Messer, guckst, was passiert. Hey, 8 Schaden. Das hätte ich nicht gedacht. So, egal, wo wir uns mit ihm hinstellen. Raketenwerfer trifft alle. Girugon? Mal gucken, was in der Kiste ist. Nee, ich glaube, er macht das nächste Runde mit der Kiste. Das heißt, du stellst dich jetzt so hin, dass kein Raketenwerfer jetzt zwei Leute trifft. Das müsste hier sein. Und schießt ihm wieder den rechten Fuß. So, fertig. Du, was machst du? Oh, Axt. Ja, wenn du jetzt in Nahkampf gehst, dann kann er wieder zwei treffen. Das ist doof. Aber ich wollte eigentlich testen, ob er vielleicht gegen Nahkampf ein Problem hat. Weil wenn er wirklich immer mit dem Raketenwerfer verschießt, würde er sich selber erwischen. Wir könnten ihn also mit Nahkampfwaffen in eine Ecke drängen. Das wäre ein Versuch wert. Aber halt nächste Runde erst, weil ich will jetzt nicht, dass zwei getroffen werden. Also nimmst du bitte die Schrotflinte? Wir haben noch keine Munition wieder dafür gefunden. Ja doch, nimm die Schrotflinte. Dass sein Skill mit der Schrotflinte höher wird und deren Skill mit dem anderen. Sonst verteilt sich das zu sehr. 18, sehr gut. Jetzt alle durch? Jupp. Ah, was machst du? Du schießt auf den Opa, ist okay. 35. Hält er davon noch einen zweiten aus? Nö. Okay, du gehst zur Kiste. Kleine Holzkiste öffnen. Betäubungsbombe. Alles nehmen. Ja, du machst jetzt aber keine Betäubungsbombe. Du nimmst Essen zu dir im Kampf. Guckst, was passiert. 1, 2, 3. Oh, du kannst ihn betäuben. Geh mal dahin. Betäubungspistole. Da. Schießt ihm wieder in den Fuß. Betäubt. Sehr gut. Jetzt haben wir, ich glaube, 2 Runden uns erkauft. Das heißt, du gehst an die Seite, weil du da mehr Schaden machst. Nimmst nicht das Brecheisen, weil das mittlere gepanzert ist. Deswegen nimmst du das Bajonett. Und messerst ihn. 7 Schaden. Du gehst auf seine andere Seite. Und axt ihn. 17 Schaden. Und du gehst schon mal näher ran, dass du nächste Runde was machen kannst. Ende der Runde. Oh oh. Nur das Viech, also das Reittier, ist betäubt. Die Schützen sind immer noch hellwach, aber sie können halt nur in die Richtung hier schießen. Okay, gehen wir nach hinten. Hau ihm den Rücken. Du bleibst schön da, stichst ihm in die Seite. Und ein Level up. Entspanntheit ist okay, Genauigkeit ist okay, Glück, mehr kritische Treffer. Du stellst dich da in den Weg, weil das Viech ist recht breit und es kommt dann nicht an den Soldaten vorbei. Der kann uns anscheinend nicht irgendwie umtrampeln. Das ist sehr gut. Uzi würde 2 Felder treffen. Komm, nimm die Baseballkeule. Glück. Ja, gib ihm. 11. Wow. Und du läufst dahin. Und biotierst ihn. Bionierst. Du stichst ihm. Oh. Kannst du doch im Nahkampf damit schießen. Das ist nicht so toll. Also könnt ihr euch recht ruhig mittig hinstellen. Obwohl, du stellst dich mal da hin. Dann hast du vielleicht Platz gelassen für den Opa. Opa? Ja, sehr gut. Opa von hinten. Und Level up. Also er scheint doch wirklich ein Charakter zu sein, der bleibt. Sonst würde er, glaube ich, kein Level bekommen. Du bekommst Genauigkeit. 4 und Entspanntheit. So, du. Also das Vieh zu betäuben bringt nichts.
weil es kann trotzdem schießen. Theoretisch könnten wir uns so hinstellen, dass die Raketen uns gar nicht treffen, aber dann können wir keine Nahkampfwaffen benutzen. Und wenn wir keine Nahkampfwaffen benutzen können, verschwenden Munition und wir haben nicht genug Munition. Niemals nicht. Also hauen wir weiter mit den Nahkampfwaffen auf ihn ein. Es muss auch recht interessant aussehen, so eine Gruppe Elite-Soldaten, die ihre Gewehre durchgehend geschultert haben, um mit Baseballschlägern, Äxten, Bajonetten und Wurfmessern durch die Gegend laufen und auf alles einknüppeln, was sie sehen. Außer auf singende lila Mutanten. Die kuscheln sie und gehen weiter. Sehr interessant. So. Alle durch? Alle durch. Oh, Opa und Ovich kriegen gleich einen Raketenwerfer ab. Ja. Gegenangriff. Hau den Boden. Das ist der Nachteil, wenn man eine Nahkampfwaffe in der Hand hat. Okay. 104. Opa muss unbedingt sich heilen. Kann aber nicht. Ovich. Heil Opa. Oh, warte, nee, Ovich, mach das mal nicht. Tun es lieber einen Flammenwerfer und verbrennst das Viech. Das hat der Feuerschutz, okay. Nee, du verbrennst das Viech nicht. Du heilst Opa. Gut. Opa. Nimmt eine Betäubungsgranate. Für Smoke Rider. Also die Betäubungspistole verstehe ich, dass es nur ein Ziel trifft. Aber wenn ich jetzt die Betäubungsgranate hier hinschmeiße, dann müssten ja alle drei Wesen betäubt werden. Ich guck mal. Glück. Sehr schön. So, das gucken wir jetzt einfach mal. Du gehst mal dahin, wegen Raketenwerfer und so. Du gehst mal dahin, haust in die Seite und level up. Entspannter, das ist okay, genau, ich kriege das okay. Glück und Gegenangriff. So, und du gehst auch mal einen Ticken zur Seite und so. Jetzt kann er nur einen von uns mit dem Raketenwerfer erwischen, wenn die nicht alle betäubt sind. Gucken wir. Also in der ersten Runde, wo er betäubt ist, oder eins von den Viechern da betäubt ist, da macht es einfach nur Unfug. Schießt es einfach wild in irgendeine Gegend. Und danach schießt es auch gezielt auf vorsichtigende Felder. Aber gut, wir müssen ihn einfach möglichst schnell umbringen. Wäre nett. 10. Du. Warte mal. Nee. Geh mal dahin. Du gehst dahin, haust ihn von hinten für mehr Schaden und dann lauft Trantin weg. Trantin. So. Ja, wenn sie dahin schießen, treffen sie immer noch beide. Du. Schrotflinte für maximalen Schaden. 15. Ich glaube, Axt wäre genau stark gewesen. So, neues Level up. Gib mir Gegenangriff ganz hoch. So, und du wirfst nicht nochmal eine Betäubungsgranate, du messerst. Für 6. 34, nächste Runde ist er tot. Aber jetzt kann er entweder Opa und Ovid... Oh, er baut immer noch Mist. Sehr gut, umso besser. Du knüppel ihn. Du... Messer ihn. Mit Glück. Es wird trotzdem knapp. Ovich. Axt. Jo. Sehr gut. Also, wieder was dazugelernt für einen etwaigen zweiten Durchgang. Die Dinger sind feuerresistent, haben Raketenwerfer. Und wenn man sie betäubt, verhalten sie sich komisch. So. Da ist gleich noch eine Tür. Oh. Okay, da ist eine Tür. Da geht's runter. Und unten war eine Kiste. Ich habe das Gefühl, da kommt gleich noch ein Kampf. Deswegen speichern wir jetzt erstmal ab, würde ich sagen. Also bis gleich.